Mali Stumski testet für uns eine Weltneuheit. Tattoos aus 24 karätigem Gold. Entwickelt von einem Schweizer Designer. Hauchdünnes Schwabacher Blattgold zum Aufkleben auf die Haut. Also es ist auf jeden Fall 2 bis 3 Tage schön. Also es soll 2 bis 3 Tage schön sein, haben auch alle Tests so ergeben. Es ist wasserfest und lässt sich wieder mit Alkohol ganz einfach wegnehmen. Knapp 60 Euro kostet ein Set mit 6 bis 8 Gold-Tattoos. Zu bestellen im Internet, nicht beim Goldschläger. Malis will nicht gleich mit den großen Bildern anfangen und entscheidet sich für einen Schmetterling. Das Prinzip ist relativ einfach. Wie bei Kindertattoos direkt auf die Haut legen, mit einem feuchten Lappen andrücken, fertig. Dass man das Papier nur noch leicht nach oben abziehen muss und das Tattoo ist fertig. Ich muss sagen, ich finde es sogar recht hübsch. Ich dachte auf den Bildern zuerst, es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber jetzt so, es wirkt richtig gut. Es wirkt wirklich richtig gut, glänzt schön. An der Seite ist ein bisschen was hängen geblieben, aber ich denke, das kann man abmachen. Hauptsächlich stellen sie hier Blattgold für Kirchen oder Kunstwerke her. Die Tattoos sind auch für die Mitarbeiter etwas Besonderes. Einige haben die goldige Neuheit gleich einmal an sich selbst getestet. Und Malis und ihr Schmetterling? Vielleicht würde ich heute Abend doch mal weggehen noch, dass man es ein bisschen zeigen kann. Wo wirst du es ausführen, also wo wirst du es testen? Ja, also ich habe heute Abend jetzt keine großartige Gala, auf die ich gehen kann, aber ich denke so, eine Disco oder so kann man das schon mal tragen. Wer weiß, welchen goldigen jungen Malis heute Abend mit ihrem neuen Tattoo beeindruckt.